Willkommen zurück zum Games Test. Heute mit Sonic Shuffle. Und es wird der letzte Sonic Games Test sein. Deswegen wird es auch nachher noch ein Resümee geben über alle Sonic Let's Plays und über alle Sonic Games Tests und die Sonic Spiele, die ich euch noch nicht gezeigt habe, die es auch nicht so sehr verdient haben. Mit Sonic Shuffle haben wir allerdings noch ein Spiel, das ich euch unbedingt zeigen will, weil es nicht so ausgequetscht wird, wie es mit den meisten anderen der Fall ist, wie ich sag mal sogar ein Sonic Drift für Sega Game Gear oder so. Alles wird immer neu aufgelegt oder auf irgendwelchen Collections, Sonic CD und. Da gibt's ja so viel, aber Sonic Shuffle wird irgendwie totgeschwiegen. Das Ganze erschien für Sega Dreamcast. Das heißt, ich habe auch mal Sega Dreamcast hier mit euch gezockt. Juhu. Das ist eine Konsole, die eigentlich, ich sag mal, Nintendo 64 und PlayStation 1 übertrumpfen sollte. Aber wenig später kam mit GameCube, PlayStation 2 und Xbox gleich drei viel stärkere Konsolen und damit war Segas letzte Konsole ebenfalls Geschichte. Sonic Shuffle ist das einzige Sonic-Spiel für Sega Dreamcast neben Sonic Adventure 1 und 2. Das Ganze hat ebenfalls eine Sprachausgabe, die Synchronsprecher aus Sonic Adventure 1 sind nämlich am Start. Das ziehen wir uns sofort mal rein, weil wir fangen jetzt an mit Sonic Shuffle. Und was man dazu sagen muss, ja, es ist einfach nur, groß und ganzen, grob gesagt, ein dreister Klon von Mario Party. Muss man mal so anerkennen. So, Sprache können wir auf Deutsch stellen. Fangen wir an mit der Story, die mich dann wirklich ein bisschen an Sonic Boom erinnert. Das Spiel, was dieses Jahr erscheinen soll, denn Sonic, Tails, Knuckles und Amy sind auf einer unbekannten Welt gestrandet. Schaut euch selbst an. Wir müssen jetzt, glaube ich, noch unseren Charakter auswählen. Y für die Spezialfähigkeiten. Sonic hat den Spin Dash. Tails kann über Fuchsschwanzfelder überqueren. Knuckles kann diese Felder überqueren, halt an Wänden hochklettern und Amy mit dem Hammer. Natürlich nehmen wir Sonic. Die anderen sind dementsprechend Computergegner. Ich mach die lieber auf leicht, weil. So gut bin ich nicht. So. Reinziehen. What is this place?
we dreaming? Then we're all part of the same dream? No way! That's impossible! Well, one thing's for sure, we stumbled into a very strange place! Welcome to Imaginary World. Who are you? I am Lumina. Lumina Flowlight. It's nice to meet you. You're all here because you received my message. What is this place? Imaginary World. A world created from the dreams of those from other dimensions. This is the Temple of Light. This is where the Precious Stone was. It's the crystal that created this world. Precious Stone? Was? Then where is it now? It's no longer here. It was shattered to pieces. What's wrong, Lumina? Lumina, if you don't mind, can you tell us what's troubling you? Precious Stone, a crystal created from everyone's dreams. The power of the Precious Stone makes dreams come true and is the essence of Imaginary World's existence. Illumina, the goddess of dreams, and I are the protectors of the Precious Stone. We guard the Precious Stone so that everyone's dreams are protected. But one day, darkness draped the Precious Stone, and void... The Precious Stone was stolen by the darkness of void. Shattered. When the Precious Stone shattered, Illumina lost her powers and became a prisoner in a faraway world. Void. Void's power of darkness is transforming different parts of Imaginary World. If this keeps up, this world will... Imaginary World will cease to exist! Please, please help me! I need your help! I need to gather the pieces of the Precious Stone! Hey guys! Yeah! Let's do it! Well, I've got nothing better to do. Hey, leave it to us! We'll help this damsel in distress! Sonic. Hi, I'm Tails. I'm Amy. Nice to meet you. And I'm Knuckles. Thanks, everyone. Okay, everyone. Let's go collect the pieces of the Precious Stone. What a beautiful beach! A tropical island paradise created from the dreams of those who enjoy the sun. But now... What's that? It's frozen! Is that Void's doing? The dark powers of Void are changing this paradise into a cold world of ice.
If we don't do something, this paradise is going to be sealed in ice forever! If we can get the precious stone back, this world should return to the way it was! Come on, everyone! Let's go get the precious stone! Okay, here we go! Emerald Coast, also hier das erste Spielbrett, ist ja auch die erste Zone in Sonic Adventure. Aber diese Zonen-Animationen mit den Zacken eben, das war wie in Sonic 2. Soll ich euch die Karte erklären? Das dauert ewig. Ja? Die erklärt uns dann nur, dass wir quasi unter Wasser keine Luft bekommen und wo wir hin sollen und so weiter. Auffällig an dem Spiel, also mein Highlight an dem Spiel ist definitiv, sind die Synchronsprecher. Denn das sind die alten Synchronsprecher mit neuen Dialogen, auch wenn die Figuren dann doch ein bisschen merkwürdig aussehen. Es ist ein Cell-Shading-Look, ist aber nicht so hundertprozentig gelungen, finde ich. Gerade wieder diese Animation mit den Mündern, aber okay, Sega Dreamcast-Zeiten, ist schon 14 Jahre alt, das Spiel. Okay, das erste Spielbrett. Wir sind immer noch mitten in den Vorbereitungen hier nach 12 Minuten oder was. The first pressure stone is over here. Wort des Tages, Pressure Stone. Oder einfach nur Edelstein ins Deutsche übersetzt, auch gut. Und jetzt guckt euch das mal an. Also wenn das nicht relativ dreist von Mario Party geklaut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Man hätte ja auch nicht die vier Figuren in die vier Ecken machen müssen, wie in Mario Party, das so offensichtlich ist. Man hätte ja zum Beispiel alle vier oben hin machen können, in eine Leiste. Was das Spiel aber von Mario Party unterscheidet, das ist das Spielprinzip, dass man erstmal blicken muss. Und zwar haben wir diese Karten, ja. Ich sehe jetzt hier meine Karten und kann bestimmen, wie viele Schritte ich gehen will. Also nicht random wie bei Mario Party, aber ich kann auch eine Karte von jemand anderes nehmen, weiß dann aber nicht, was für eine Karte. Ja, wenn zum Beispiel ein anderer meine Robotnik-Karte nimmt, dann gelitten. Ich gehe jetzt mal 6 Schritte, weil wir müssen ja vorankommen. So, wollt ihr hier lang gehen oder hier lang gehen? Was ist das denn für ein Feld? Kann man immer ausrechnen, was für ein Feld man gehen will. Erste Pressure Stone war ja da. Ich probiere hinzukommen. Minus 3 Ringe. Man hat auch 10 Ringe zu Beginn. Ihr seht schon, Ringe sind wie die Münzen. Und ja, die Pressure Stones, die Edelsteine, sind wie die Sterne in Mario Party. Das ist auch die Spielerklärung. Derjenige, der am meisten Edelsteine gefunden hat. Okay. Und das. Ich werde jedem eure Karten für 2 Runden zeigen. Das ist gut, oder? Können wir nämlich sehen, was für Karten die anderen haben. So viel vor, wie das Roulette anzeigt. Ich muss mir ja auch mich hier reinfinden und alles. Also, wer die meisten Edelsteine hat, der gewinnt. Und wenn jemand gleich viele Edelsteine hat, dann gewinnt der mit dem meisten Ringen. Also, dasselbe wie in Mario Party eben. So, ich kann... Was ist denn S? Ich nehme den. Ich nehme Knuckles seine. So. War der Pressure Stone nicht hier? Ja, ich gehe auf jeden Fall hier durch. Combo plus 6 Ringe. Und, was fehlt? Minispiele. Ja, wenn man auf bestimmte Felder kommt. Ach so, jetzt verstehe ich. Wir haben das unter Wasser nicht gesehen, was für ein Feld das war. Okay, Tails hat jetzt ein Battle gegen diesen Gegner. Auch da werden die Karten benutzt, die man hat. Das heißt, Tails wählt jetzt hier 2 Karten aus. Und das macht seine Stärke aus, quasi. Ich weiß nicht, wann der auch mal Bock hat, hinzumachen. Ja, eure Meinung. Sagt mal was zum Grafikstil, zu den Synchronsprechern. Trash oder interessant? Oder beides, klar. Speederworld. Was
du den Pressure Stone damit bekommen? Sieht ganz danach aus. Das habe ich jetzt nicht gewusst, habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe gedacht... Naja, gut. Der nächste ist jetzt hier. Ja, unter Wasser, dass wir nicht sehen, oder was? Vielleicht ist es auch nur ein Grafikbug. Ich glaube, wir sollen es nicht sehen. Aha. Jetzt hat Tails einen. Wo befinde ich mich denn? Ich habe ein Geschenk für den Spieler, der am weitesten vom Edelstein entfernt ist. Knuckles. 16 Tonnen! Das tut gut auf den Rippen. Der ist auch gleich mal dran. Müssen wir jetzt die Karte noch gut kennen, ne? Ah, ich glaube, Knuckles geht den richtigen Weg. Man kann sich ja frei bewegen. Das ist es ja. Also, scheinbar. Kann man sich frei bewegen. Amy geht gerade wieder zurück. Scheinbar. Vielleicht kann ich von hier aus... Ja, gib mir deine 4. Danke. Da ist eine Sprungfeder. Vielleicht kann ich die nutzen. Müssen wir mal gucken. Aber ich habe am meisten Ringe. Das ist gut. Tails hat doch nur 6 gehabt. Geht damit zurück. Wie seht ihr das? Die Ähnlichkeiten mit Mario Party sind nicht von der Hand zu weisen. Aber dynamisch an Zähne gesetzt. Man muss sagen, das Dreamcast ist ja auch stärker als das Nintendo 64 Mini-Event. Was ist mit dem los? Was? Ihr wollt also Millionäre werden. Wenn ihr richtig antwortet, gewinnt ihr einen Preis. Robotnik als Showmaster? Hier also meine Frage. Wie viele Karten habt ihr im Augenblick? Knuckles muss das beantworten. Wahrscheinlich zu leicht. Na, da kann man nichts machen. Richtig! Versprochene Preis. Knuckles hält 30 Ringe. Wow. Übertreib halt. Niedriger Mondstein. Was? Aber ich will dann gleich mal gucken, wenn wir wieder dran sind, was wir am besten tun. Ich will mal die Sprungfeder, ob die uns da in die Nähe bringen. Obwohl, das ist da am Wasser, ne? Die sind schon ziemlich nah, die Jungs. 3, ja. Gucken, vielleicht bringt es uns in die richtige Richtung. Ich habe keine Ahnung. Das sieht gar nicht so verkehrt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo das war. Tails, alles klar. Knuckles Boy. Was wollt ihr denn alle da? Jetzt sehe ich was. Oh mein Gott. Das ist einfach nur ein Bug. Wie dämlich. Weil ich sehe es ja jetzt, wo Amy hin macht. Zeig doch mal, zeig doch mal. Da ist er, von Amy noch 3 Schritte weiter. Okay. Blöd. Ja, ich muss riskieren. Nein! Das ist jetzt doof. Look across the map. Das mache ich auch gleich mal. Ja. Also wenigstens die Richtung gehen. Ja, aber die anderen, die können ja eh auch lang gehen. Das... Die anderen sind näher dran und die haben schon noch genug. Was? Accident! Unfall? Was passiert? Da war doch nichts, das war ein normales Ringfeld. Holt den Sonnenschirm, um Schatten zu bleiben und sammelt die Ringe. Das Minispiel! Yay! Hol den Schirm. So, ich hab den Schirm. Ich muss noch die Ringe holen. Aber die verlieren keine mehr. Yeah, alle werden weggefegt. Ich sah jetzt volle Möhre ab. Ohne den Ringsound leider. Ja, aber ich müsste führen an für sich, weil ich habe ja auch den Schirm. Ja, haus hoch hier. Übrigens gibt es in Sonic and the Secret Rings auch ein ja, einfach nebenbei so ein Mario Party Klon, möchte man fast sagen. Wo man auch Minispiele absolvieren muss und. So, ich müsste trotzdem noch mehr als genug haben. Vergiss den blöden Schirm.
Jetzt wollen wir noch mal sehen, wer am meisten abgeräumt hat hier. Und zwar... Bin gespannt. Ja, plus 18. Seht ihr? Auch diese Results nach dem Minispiel, ne? Und wie in Mario Party, für mich üblich, ich bin der Meister der Ringe oder Münzen, weil ich die Minispiele drauf habe, aber... hat einen Warstein. Warstein. Warstein? Das Bier? Okay. So, die dürfen jetzt nicht hin. Aber Amy hat nur noch 3 Minigame. Okay, Freunde der Nacht. Wie... Ach nee. Versus 4. Fun Fun Sonic. Springt zu reißt die Trampoline, um Ringe zu bekommen. Wenn ihr auf ein zerrissenes Trampolin fallt, scheidet ihr aus. Ah. Ja, und wie springt man? Oder springen die automatisch? Mal gucken. Okay. Oh, naja. Fun Fun Sonic, was? Rotes Trampolin reißt. Okay. Okay, man springt automatisch. Dann bleibe ich erstmal bei den Grünen. Eins ist gerissen. Okay, das Spiel ist gar nicht so schlecht. So lang wie möglich. Okay, Lila kommt vor Rot. So lang wie möglich draufbleiben. Kann auch mehrere überspringen. Aber ich fühle mich hier relativ sicher, muss ich sagen. Mach ich das doch halt mal. Okay, das kann. Ah, müssen die zum Platzen. Jetzt check ich's. Okay. Nein! Ich wollte doch natürlich auf das nächste Gelbe springen. Oh, Iron Ball. Die anderen haben viel mehr abgesahnt, das ist mir schon klar. Oh. Das war nur ein Steuerungsfail. Aber das Minispiel war gar nicht so schlecht, ne? Bei den neueren Mario Partys hat man ja das Gefühl, denen gehen die Ideen aus. Sie könnten ja welche aus Sonic Shuffle übernehmen, gute. Ja, wirklich. Aha. Guck dir auch das Sonic Face. Ja, Mann. Upsi. Okay. Den Tipp bekommen wir nur ganz kurz angezeigt. So, jetzt wollen wir noch, bevor ich mein vorbereitetes Schlussresümee ziehe, schon wieder Minigame, schon wieder alle oder Knuckles Alone? Einer gegen 3. Einer der Spieler wird in einen Riesen verwandelt. Der Rest von muss den Riesen besiegen, ohne von ihm zertreten zu werden. Springe und die Druckwelle. Ich habe keine Ahnung. Wir wollen ihn besiegen, wir können springen und uns bewegen. Knuckles ist riesig, okay. Was hab ich denn da für eine Rolle? Live. Was ist das für eine Perspektive, Alter? Okay, ich sehe auf dem Knuckles-Ding jetzt nicht was. Okay, shoot. Mit A. Schießen. Das ist die A-Taste. Jetzt bin nur noch ich da! Gott, Riesen Knuckles! Auch das ging wieder aufgrund von Steuerungen. Da muss man erstmal blicken. Ein Training, eine Trainingsoption. Wäre nicht schlecht gewesen. Aber die gab es nun mal nicht in Mario Party 1. Guck mal, da bekommt sogar 50 Ringe. Was geht ab, ey? Krass. Noch Amys Zug, die wird jetzt natürlich... Nein, die schafft es nicht bis zum... Pressure Stone. Noch 2 Schritte für Amy, ne? Oh, Mann. Für mich sind es mehr. Ah, die anderen haben nichts Gutes, war mir auch klar. Hätte mir auch klar sein müssen. Ups. Ja, kurz. Ich finde die Tasten gerade nicht. Ach, ich habe 2 Schritte. Hm. Ist es leider nicht, ne? So, jetzt mal gut. Sonic Shuffle läuft weiter. Ich versuche weiter zu spielen, aber ich muss nochmal wirklich sagen, bezüglich aller Sonic-Spiele, wir haben ab dem 10. Sonic, ab dem 10. Games-Test habe ich jeden 4. Games-Test ein Sonic-Spiel werden lassen, weil ich sehr viele Sonic-Spiele, die ich nicht let's playe aus verschiedenen Gründen, euch zeigen wollte. Das habe ich getan.
gehen jetzt erstmal... Oh, ich darf nochmal. Können wir es schaffen? Es gibt doch noch diese eine Karte. Ist es... Nee. Hier alle fast im selben Winkel sind. Okay, jetzt hat jeder nochmal so viele Schritte. Ah, toll, er hat ihn. Mit einem Minigame. Das versuche ich noch zu machen. Ich bin mit Knuckles im Team, indem er das Zahnschuss-Trade am Hebel zieht, wenn das Ausrufezeichen ist, die richtige Kombination. Ich muss es rausfinden. Start. Wie haben die das hingekriegt? Wo willst du das, wie willst du es rausfinden? Wie machen die das? Verstehe, ich hab's nicht gerafft, entschuldigt bitte. Gut, was ich sagen wollte. Jetzt aber erstmal die Sonic-Spiele, die wir Let's Played haben. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles, Sonic CD, Sonic Adventure, Sonic Adventure DX, Sonic Adventure 2 wird noch kommen, Sonic Adventure 2 Battle haben wir Let's Played, Sonic Heroes, Sonic 2006, Sonic and the Secret Rings, Sonic Unleashed, Sonic Colors, Sonic Generations, Sonic 4 Episode 1, Sonic 4 Episode 2, Sonic Lost World, Sonic Advance, Sonic Advance 2, Sonic Advance 3, Sonic Rush und Super Smash Bros. Brawl. Das sind die Sonic-Spiele, die ich schon Let's Played habe. Jetzt kommen wir mal zu den Sonic-Spielen, die wir im Games Test hatten, in der Reihenfolge seit dem 10. Games Test. Sonic 1, die 8-Bit-Version, Sonic 2, die 8-Bit-Version, Sonic Chaos, Sonic Triple Trouble, Sonic Blast, Sonic Spinball, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Sonic und Sega All-Stars Racing mit Banjo-Kazooie, Sonic Battle, Sonic Pinball Party, Shadow the Hedgehog, Sonic Labyrinth, Sonic 3D Flicky's Island, Sonic Jam, Sonic Air, Sonic the Fighters, Tails Adventure, Knuckles Chaotix, Sonic Riders, Sonic Rush Adventure, Sonic Chronicles, Sonic Colors DS und Sonic Shuffle. Jetzt, während Amy hier ihr Minispiel hat gegen eine Palme, die Sonic-Spiele, die wir nicht haben im Games Test. Und warum? Sonic Eraser. Sonic-Spiel von 1991, Geschicklichkeitsspiel à la Tetris, erschien für Mega Drive, aber für so eine internetkomische, irgend so ein Add-on-Gedöns. Ist erstmal nicht zeigenswert und ich wüsste nicht wie. So, ich mache jetzt meinen Zug. Hat immer noch keiner den Pressure Stone? Amy? Warte, bin ich blöd? Doch Tails, oder? Ich bin... Ja, dann lassen wir mal gehen, lass mich mal zurück. Lass mich nochmal zurück. Gibt nicht mehr, keine Ahnung, laufen wir irgendwo hin. Dann haben wir Sega Sonic, das ist ein Arcade-Hallen-Automat. Ich weiß nicht, wie ich den spielen soll mit Mighty Armadillo. Dann haben wir Sonic Game World und Tails and the Music Maker für Sega Pico. Auch eine vergessene Sega-Konsole, wüsste ich auch nicht wie. Wir haben Wacky World Gravity Studio für Mega Drive und PC, was als Sonic-Spiel gilt, aber das hat nicht viel mit Sonic zu tun. Sonic Drift 1 und 2. Da muss ich auch mal sagen, dass Sonic Drift 2 in anderen Ländern Sonic Drift Racing heißt. Das heißt, Sonic Drift ist nicht dasselbe wie Sonic Drift Racing. Finde ich totaler Schwachsinn, weil einfach zu technisch begrenzt. Tails Sky Patrol. Wir hatten Tails Adventure. Tails Sky Patrol gibt es Let's Plays, wo nur ein Part ist und sowas. Sonic's Schoolhouse ist ein Lernspiel für PC. Sonic Pocket Adventure für den Neo Geo Pocket Color ist ein Sonic & Knuckles Klon. Sonic N für Nokia N-Gage haben wir auch nicht gebracht. Das ist dasselbe wie Sonic Advance, nur mit weniger Bildausschnitt. Sega Superstars für PlayStation 2, dann gab es noch später Sega Superstars Tennis. Das erste Sega Superstars war mit iToy von PlayStation 2. Sonic Genesis ist ein Sonic 1 Remake. Sonic Rivals für die PC gab es ein Video von mir. Einfach um euch zu zeigen, dass der Games Test leider nicht geklappt hat. Dann gibt es Sonic Rivals 2. Sonic X gibt es noch.
Das ist das GBA-Spiel zur TV-Serie allerdings auch, glaube ich, nur Folgen abspielen, also kein wirkliches Spiel. Dann gibt es Sonic the Hedgehog für Liebster, es gibt Sonic Riders Zero Gravity, Sonic Riders Shooting Star Story, das ist länderspezifischer Name. Sonic Riders hatten wir im Game Pass, ne? Falls ich das vergessen habe zu erwähnen. Sonic Free Riders für Xbox Kinect ebenfalls nicht. Sonic Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2008 haben wir im Game Pass gebracht. 2010, 12 und 14 haben wir nicht gezeigt. Sonic and the Black Knight ist als Let's Play geplant. Werde ich da noch testen und das wird kommen. Sonic und Sega All-Stars Racing. Ich glaube, wir ertrinken auch noch eine Zeit, wenn man sich zu lange Wasser aufhält. Das wird lustig. Sonic und Sega All-Stars Racing ohne Banjo-Kazooie. Macht ja keinen Sinn, weil wir hatten den Games das mit Banjo-Kazooie. Das ist einfach nur Charakterwahl. Sonic und Sega All-Stars Racing Transform für Wii U habe ich leider noch nichts gezeigt. Und dann gibt es noch die ganzen Mobile Games, ganz viele verschiedene, Sonic Rush und Sonic Dash und sowas. Dann die ganzen Collections wie Sonic Compilation, Sonic Classics 3 in 1, Sonic Action Packs, alle Sega Smash Packs, Sonic Mega Collection, Sonic Mega Collection Plus, Sonic Games Collection, dann die Genesis Collections, die Mega Drive Collections, dann gibt es noch Ultra Genesis Collections, Ultra Mega Drive Collections und die Sonic Classic Collection für den DS. Danke fürs Luftholen, ich habe, glaube ich, jetzt alle Sonic-Spiele, die es gibt, aufgezählt. Welche ich Let's Played habe, welche ich Games das gebracht habe und die ich eben nicht gebracht habe, aus verschiedenen Gründen. Habt also Nachsehen, ich denke mal, ich habe die sehenswertesten Sonic-Games gezeigt. Was ist denn das da eigentlich? Soll ich da hin? Ach, das ist ein Hindernis. Shop? Sehr gut. Wir machen jetzt auch Schluss mit Sonic Shuffle. Das Spiel verwirrt mich nur ein bisschen. Habe ich euch auch mal gezeigt. Für mich das Highlight wirklich das Intro und vor allen Dingen das Opening, die Synchronsprecher. Oder zeigen soll. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Für die Game Tests. Natürlich kommen noch zwei Game Tests, aber nicht mehr. Nichts mehr mit Sonic. Nichts mehr mit Sonic. Ja, und wenn es noch irgendwas gibt, ich kann mir vorstellen, in Zukunft nochmal einfach ein Video zu machen, was einem Gamesest ähnelt, dass ich euch halt ein Let's Show Sonic irgendwas zeige. Möglich ist es. Allerdings verabschiede ich mich jetzt. So, Daumen hoch oder Daumen runter. Die Gamesest werden nicht mehr bunter, denn sie sind bald vorbei. Sonic sagt tschö und Daumen hoch für alle Sonic Gamesests, wie aufgezählt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Ansehen. Bis dann und ciao.